Eben schlägt es von St. Jakobus 10. Die Stadt schläft, auch in den Kinderzimmern ist Ruhe eingekehrt. Endlich komme ich dazu, mir wieder einmal unser Tagebuch vorzunehmen. Es ist ja so viel nachzutragen. Es ist ja inzwischen so viel geschehen. Vielleicht wird unser ganzes Leben sich nun ändern. Was war das Letzte? Heute den 28. Juli 1899. Hat 12 Gläser Schnibbelbohnen eingemacht. Ferienkleider für die Kinder durchgesehen, viel dran zu tun, Kohl und Holz bestellt. Aber man spart, wenn man das im Sommer tut. Morgen fangen die großen Ferien an. Wir haben wieder mal kein Geld, um zu verreisen. Der Samstagmorgen war noch ganz normal. Ich hatte mit Martha Teppiche geklopft. Und Traugott hielt seine letzte Deutschstunde vor den Ferien. Gebe euch jetzt das Thema für den Ferienaufsatz. Moral kennt keine Ferien. Nachsprechen. Moral kennt keine Ferien. Gliederung römisch 1, Herleitung und Erläuterung. Was ist Moral? Nachsprechen. Was ist Moral? Römisch 2, Darlegung und Entwicklung. Auf was stützt sich Moral? Groß A, Thron und Altar. Groß B, Schule und Familie. Römisch 3, Zusammenfassung und Beschluss. Die Moral und ich nachsprechen. Die Moral und der Herr Professor. Eine Stunde später schon bekam sein Aufsatzthema eine besondere Bedeutung, als nämlich Pastor Riesling mit dem Brief kam. Tag, Professor. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ja. Ich muss nämlich etwas mit Ihnen. Da ist nämlich. Ja, danke schön. Treten Sie noch näher, Pastor. Ich weiß wirklich nicht, Professor. Das Mahl ist bereitet, bescheiden, aber herzlich vergönnt. Und ihr seht, vires, tamen est, laudanda voluntas. Zu Deutsch, Atlanta. Wo die Kräfte fehlen, ist doch der Wille zu loben. Gut, mein Kind. Der Pastor. Hab schon gesehen. Wird's dir reichen? Nee. Doch. Guten Tag, meine liebe Frau Professor. Immer fleißig, immer rührig. Und drinnen waltet die tüchtige Hausfrau. Die Mutter der Kinder. Ach, das kann man wohl sagen. Noch ein Plätzchen für den Herrn Pastor. Aber nein, 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 soll ich denn wirklich, wo Sie doch wahrhaftig schon genug Mäuler zu stopfen haben? Es kommt bei uns auf ein Maul mehr oder weniger nicht an, Herr Pastor. Oh. Und Gastfreundschaft war eine der hervorstechendsten Eigenschaften unserer Vorfahren, der alten Germanen. Ist nicht schön, Pastor, ein Heim zu haben? Ein Heim und eine Verantwortung. Eine Verantwortung und Sorgen. Ein Mann muss Sorgen haben. Und ein deutscher Mann besonders. Abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir sind vollzählig. Rührt euch. Ja. Hände vorzeigen. Danke. Wie ihr seht, haben wir einen Gast. Ergo 3, 4. Doch zuvor. Gott zum Gruße, Herr Pastor. Und lasst uns sehen, liebe Kinder, was Köstliches uns die Mutter zum leckeren Mahle bereitet. Setzen! Tomatensuppe, ein köstliches Gericht. Wohl gar köstlich. Tomate, Lycopersicum esculentum, Paradies, Gold oder Liebesapfel. Den Namen Liebesapfel fangt die Frucht im Glauben, dass sie zärtliche Gefühle erwecke. Grinse nicht, Parsival. Mahlzeit.
Wir pflegen vor Tisch zu beten, Herr Pastor. Wer ist dran? Freier. Freier. Komm her, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Mahlzeit. Amen, Herr Pastor. Amen. Parsifal, nenne mir die Nebenflüsse des Mississippi. Haben wir noch nicht gehabt. Also nenne mir die der Donau. Flux. Iller, Eser, Lech und Inn fließen nach der Donau hin. Weiter, Fricker. Alpen, Nab und Regen fließen hier entgegen. Und da wir gerade dabei sind, schnell ein kleines Exerzitium Omnium nach den Wörtern Ne und Num. Wo dann? Nach den Worten Ne und Num fällt das Wörtchen alle um. Die französischen Präpositionen. Marianne. Die französischen Präpositionen regieren den Akkusativ. Omnes. Die französischen Präpositionen regieren den Akkusativ. Sitzen. Nun, Pastor. Prachtvoll. Was willst du? Lohengrin Popelt. Die Säule. Atlanta? Papa? Wieso verschlucktest du dich eben? Es war mir Suppe in Nase und Augen gekommen. Also sage mir doch, wieso denn kam Suppe in Nase und Augen? Nun gestehe, du musstest lachen? Ich gestehe, ich musste lachen. War das gehörig? Es war ungehörig. Und? Ich sehe ein, dass ich Strafe verdient habe und bitte um eine gehörige solche. Hier ist sie, gebe den Schuldigen ins Kinderzimmer und iss dort weiter. Jawohl, Papa. Und, schäme dich. Jawohl, Papa. Lass das, Affe. Was war das? Parsival hat mir ein Bein gestellt, Papa. Gar nicht wahr. Kann doch aufpassen, die dumme Gans. Parsival. Ja, Papa. Hierher. Hm? Oh. Wie heißt das? Danke, Papa. Raus! Fabelhaft. Ja, wollte Gott, wir hätten seinerzeit eine so starke Hand über uns gespürt. Das hat doch uns jetzt los. Au! Was war das schon wieder? Parsival hat Atlanta eine geschmiert. Sollst du petzen, Isolde? Bitte, Frau Professor. Sie Ärmste wissen abends aber auch, was Sie getan haben. Das will ich meinen. Das Anziehen, Ausziehen, Waschen, Flecken, Pflücken, Stopfen. Und wie viele Fragen 12 Kinder im Laufe eines Tages stellen. Und der Mann ist auch noch da und will versorgt werden. Nein, wirklich, Herr Pastor, wenn man nicht ab und zu mal ins Wochenbett käme, hätte man gar keine Erholung. So, der Lümmel kommt in die Pflegejahre. Nicht mal bedanken wollte er sich für die Züchtigung. Nicht bedanken? Vorsichtig, er hat sich bedankt. Na also. Wollte Gott, wir hätten seinerzeit eine so starke Hand über uns gespürt. Nie wäre das Unglück geschehen. Ach, sprich nicht davon, Traugott. Spielen Sie auf Ihre Schwester an, Professor. Auf meine unglückselige Schwester, jawohl. Auf meine unglückselige Schwester. Jawohl. Sind Sie überzeugt, Professor, dass Ihr Fräulein Schwester unglückselig ist? Ich hoffe es wenigstens, Pastor. Ich hoffe es. Wollen Sie sagen, dass es kein Unglück ist, aus der Familie ausgestoßen zu werden? In fremden Landen leben zu müssen? Heimatlos. Wenn ich nicht irre, in Sonderheit auf Ihr Betreiben, Professor. Sollte sie vielleicht auch meinen Herd verseuchen? Verseuchen. Verseuchen. Schluss. Schluss. Wir sind allzumal Sünder.
Dieser kleine Fehltritt. Kleine Fehltritt, was würden Sie unter einem größeren Fehltritt verstehen? Zwillinge? Sie war doch erst 17 Jahre. Na eben. Viel früher hätte sie ja wohl nicht anfangen können. Ich war ja immerhin 18, als Atlanta geboren wurde. Aber du warst mir ehelich angetraut. Ich bitte Sie ernstlich, Pastor, von dieser Unglücklichen nicht mehr zu sprechen. Dicky! Ich muss von Ihrer unglückseligen Schwester sprechen, Professor. Sie haben Nachricht von ihr? Allerdings. So, so, was will sie denn? Geld oder gar in den Schoß der Familie zurückkehren? Nun komm, Herr Pastor. Soll man denn niemals Ruhe haben von dieser Person? Ich habe kein Geld. An meinem stillen Herd ist kein Platz für Dirnen. Reg dich nicht auf. Trau Gott. Ich will mich aber aufregen. Beruhigen Sie sich, Professor. Ihr Fräulein Schwester will weder ein Darlehen noch in den stillen Schoß der Familie zurückkehren. Sondern? Viel mehr. Sondern Ihr Fräulein Schwester ist vielmehr tot. Tot? Tot? Tot. Es handelt sich nun... um die Begräbniskosten. Tja, Traugott, da können wir wohl nicht anders. Ich habe dir schon geweigert. Sind ja immerhin noch mehr Verwandte, ne? Ist Frieda in dieser Lohn und... Es handelt sich nicht um die Begräbniskosten. Es handelt sich vielmehr um die Hinterlassenschaft ihres Fräulein Schwester. Niemals kommt dieser Bastard über meine reine Schwelle. Es handelt sich auch nicht um ihre Schwelle, sondern um das Vermögen, das ihr Fräulein Schwester hinterlassen hat. Vermögen? Vermögen? Ja. Wollen Sie damit andeuten, dass meine Schwester vermögend war? Es sieht so aus. Und das erbt nun alles dieser Lümmel. Das Söhnchen. Nein, das ist schon mit 2 Jahren verblichen. Ach, das arme Wurm. Das wussten wir ja gar nicht. Uns das gar nicht mitzuteilen, die Böse. Und die liebe Gute. Sie dachte wohl nicht, dass sie das interessieren würde. So etwas interessiert einen doch. Wo wir gerade an dieser Geschichte so lebhaften Anteil genommen haben. Nicht wahr, Traugott? Ist denn Testament vorhanden? Wäre keins vorhanden, so wären Sie ja wohl die nächsten Erben. Allerdings. Es ist aber eins vorhanden. Übrigens, kannte Ihr Fräulein Schwester Ihre feindliche Gesinnung gegen Sie? Nur feindlich. Kannte sie die? Sie brauchen gar nicht weiterzureden, Pastor. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie hat sie natürlich nun gerecht und hat sie nicht bedacht. Ich war mal, Janne, sieht ihr ähnlich. Ja, sieht dir wohl ähnlich, Traugott. Umso mehr wundert es mich, dass Ihr Fräulein Schwester Ihre Tochter Atlanta bedacht zu haben scheint. Atlanta? Was sagst du dazu, Marianne? Die gute Seele, de mortuis nihil nisi bene. Sag doch auch mal was. Ja, die gute Seele. Am besten ist, ich lese Ihnen den Brief vor. Ja, hier. Teile ihrer Liegenschaften, in Sonderheit ein Haus in Montevideo, ihrer Nichte Atlanta Nägler vermacht hat. Es ist jedoch notwendig, um die hier ortsgesetzlichen Vorschriften zu erfüllen, dass sich die unmündige Erbin in Begleitung ihres gesetzlichen Vormundes, in diesem Falle ihres Vaters, hier in Montevideo einfindet, um das Erbe anzutreten. Schiffskarten für Herrn und Frau Professor und Tochter Atlanta sind auf Wunsch der Verblichenen beigefügt. Wir bitten Herrn Professor Nägler und so weiter und so weiter. Perino, Rechtsanwälte. Ist hier jemand in diesem Raume von so niederer Gesinnung mir zuzutrauen, dass sie auch nur einen Pfennig von dieser Erbschaft annehmen würde? Seid ihr denn beide blind, nicht zu sehen, dass die Verfasserin dieses Testamentes nur ein Ziel im Auge hatte, mich zu beschämen, falls ich die Erbschaft antreten würde? Sie wird nie erfahren, ob Sie sie angetreten haben oder nicht. Wieso nicht? Sie ist doch tot. Da ist etwas dran, was der Pastor sagt. Ach, du findest immer etwas dran, was der Pastor sagt. Quid quid est, timeo danaos, et dona forentes. Wie jemand sagte, als man das hölzerne Pferd nach Troja brachte. Ich fürchte die Danaer, selbst wenn sie Geschenke bringen. Sie fürchten gar nichts, Professor. Ihr Gewissen quält sie, weil sie jetzt fühlen, wie grausam sie zu ihrer Schwester waren und wie unwürdig sie ihrer Güte sind. Aber zuerst und vor allen Dingen haben sie jetzt an ihre Familie zu denken. Er hat recht, Traugott. Denk an die Kinder. Du hast ihnen gegenüber eine Verantwortung, der gegenüber alles andere... Zweimal gegenüber... Lenken Sie nicht ab, Sie haben eine Verantwortung. Hoffentlich sind Sie sich Ihrer bewusst.
Nun denn, Pastor. Wenn Sie mich von der Seite packen. Ich wusste, Sie würden sich überzeugen lassen. Grinsen Sie nicht, wenn Sie das sagen. Warum nicht? Ich sage, nehmen Sie das Lächeln zurück. Ein Lächeln kann dir etwas schaden. Und ob es das kann? Inwiefern? Wo sind die Schiffskarten? Hier. Insofern. Da haben wir es. Jetzt haben Sie alles verdorben. So ein scheinheiliger Dickkopf. Sie kennen ihn doch. Er kann nicht existieren ohne seinen heiligen Schein. Das ärgert mich eben. Aber er weiß es nicht. Nehmen Sie ihn nur in Schutz. Diese kleine Lektion schadet ihm gar nichts. Kleine Erbschaft hätte uns auch nichts geschadet. Was suchen Sie denn da? Den Leim. Hier. Er wäre ein ganz anderer, wenn er mehr Geld hätte und weniger Sorgen. Glauben Sie mir, wenn er draußen nicht so viel zu buckeln hätte, müsste er hier nicht den Tyrannen spielen. Jetzt klebt wohl so ziemlich alles, mit Ausnahme der Schiffskarten. Es tut mir leid, Papi, wenn ich schuld war. Du bist nicht schuld, mein Junge. Ist denn irgendwas los? Halt dich gerade, Octavius. Ich werde ihn schon herumkriegen. Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Pastor. Kommen Sie doch heute Abend mit zum Stammtisch. Es muss uns gelingen. Sie müssen an Wunder glauben. Das ist mein Beruf. Atlanta? Ja, Mami? Hilf mir, die Wäsche aufhängen, Kind. Erinnerst du dich an Tante Josephine? Nein, Mutti. Aber du weißt, dass sie Vaters Schwester war. Ja, Mutti, na wieso war? Ist sie es nicht mehr? Tante Josephine war das Opfer eines großen Unglücks. Eines Unglücks? Na, davon wissen wir ja gar nichts. Was denn für ein Unglück, Mutti? Als sie in deinem Alter war, oder vielleicht ein bisschen weniger... als ein paar Monate älter. Es kommt ja nicht so darauf an, Mutti. Was ist denn mit dir? Du weißt, mein Kind, nicht alle Mädchen werden so sorgsam behütet wie du und deine Schwestern. Nein, Mutti. Tante Josephine war es zum Beispiel nicht. Und so konnte es geschehen, dass sie den Fehler ihres Lebens machte. Mit anderen Worten, sie bekam ein Baby, ohne verheiratet zu sein. Ja, Mutti. Es war ein Junge, er hatte 8,5 Pfund und kein Haar auf dem Kopf. Woher weißt du das? Das wissen wir alle. Von wem? Von Lohngrin. Er ist der Einzige, der da bleiben darf, wenn wir rausgeschickt werden. Vater und ich dachten, er verstünde noch nichts. Das tut er auch nicht, aber wir kriegen es trotzdem raus aus ihm. Weißt du also auch... Dann weißt du auch, dass sie aus der Familie ausgestoßen wurde? Ja. Dann war das nicht ein bisschen hart vom Papi? Vielleicht. Aber er ist auch hart gegen sich in Fragen der Moral, leider. Aber es ist nicht an uns, ihn zu kritisieren. Nein, Moppy. Besonders nicht, wenn wir wichtigere Sorgen haben. Was für Sorgen? Tante Josephine hat dir was vererbt. Oh, ist sie denn gestorben? Wer?
Tante Josephine? Natürlich. Habe ich das nicht erwähnt? Nein. Wie viel ist es denn, was sie mir vererbt hat, Mutti? Das weiß ich nicht, mein Kind. Aber du wirst deshalb nach Montevideo fahren müssen. Oh, das ist ja wundervoll. Wann fahren wir denn? Jetzt in den Ferien? Ach, das ist es eben. Vati will nicht. Ja, warum denn nicht? Er weigert sich, das Geld anzurühren. Ach, das braucht er nicht. Ich werde es anrühren. Du kommst doch mit nach Montevideo. Das wird nicht gehen, Kind. Wer soll sich um die 12 Küken kümmern? Außerdem hätte ich nichts anzuziehen. Na eben. Du hängst alles auf uns. Namentlich auf mich. Ich will das nicht. Lieber laufe ich nackt herum. Ich glaube nicht, dass dein Vater damit einverstanden wäre. Papi. Manchmal bin ich wirklich wütend auf Papi. Ich auch. Das will ich nicht gehört haben. Warum bist du wütend? Weil er dich Jahr und Tag im gleichen Kleid herumlaufen lässt. Ich geniere mich vor Herbert. Vater gibt mir jeden Pfennig, den er verdient. Außerdem sieht er mir in die Augen und nicht auf die Kleider. Das sollte dein Herbert auch lernen. Ich hab's nicht böse gemeint. Ich weiß doch, wie lieb er uns alle hat. So wunderlich er auch manchmal ist. Alle Männer sind wunderlich, mein Kind. Solange wir ihre Wunderlichkeit nicht bemerken, sind wir verliebt. Und wenn wir sie bemerken und sie stört uns nicht mehr, lieben wir. Muttichen, was man von dir alles lernen kann. Oh, glaubst du, dass ich meinem Herbert auch eine so gute Frau sein werde? Wie ich uns kenne, wird er gar nichts anderes übrig bleiben. Der junge Herr Kraft wäre da. Du grüßt ja, Mädel. Es ist nicht gut, die Männer merken zu lassen, wie sehr uns an ihnen gelegen ist. Vater weiß es heute noch nicht. Ich werde mir bestimmt nichts merken lassen, Mutti. Nicht wahr, du merkst nichts. Was hast du denn? Guten Tag, Frau Professor. Guten Tag, lieber Herr Kraft. Oh, die schönen Blümchen. Sollten die nicht eigentlich für Atlanta sein? Nein, Frau Professor, diesmal sind sie für Sie. Es ist aber lieb. Ja, ich nehme an, ihr beide legt keinen Wert darauf, mit der ganzen Familie Kaffee zu trinken. Hm? Also? Aber es darf nicht spät werden. Ich könnte Sie umarmen und küssen, Frau Professor. Später mal. Was ist denn das? Ein Matrosenband von der Atlanta, dem Schiff, auf dem Sie und der Herr Professor vor 18 Jahren geheiratet haben. Na, so etwas. Oh, Dankeschön. Fährt sie denn wieder die Atlanta? Vor 2 Monaten ist sie wieder in Dienst gestellt worden, sagt Herr Brettschneider vom Reisebüro, der mir das Band besorgt hat. Ach, das muss ich gleich meinem Mann erzählen. Könnten Sie bei der Gelegenheit für mich ein gutes Wort einlegen? Mal muss ich ja offiziell mit ihm sprechen und ich habe in seiner Gegenwart immer solche Hemmungen. Seit er mich durchs Abitur hat sausen lassen. Aber Herr Kraft, das ist doch lange her. In seiner Gegenwart werde ich immer wieder zum Schüler. Jeder wird in seiner Gegenwart zum Schüler. Ich auch manchmal, Herr Kraft. Dabei hatte er vollständig recht, Frau Professor, vollständig recht. Ich habe mich so tölpelhaft benommen. Machen Sie sich keine Gedanken. Mein Mann liebt ein gewisses Maß von Beschränktheit. Und Sie glauben, ich werde seinen Ansprüchen genügen? Du wirst alle seine Erwartungen übertreffen. Mutti und Papi beschlossen damals, als sie auf hoher See getraut wurden, mich Atlanta zu nennen, falls ich ein Mädchen würde. Ja, und? Ich bin ein Mädchen geworden. Na, das sieht man doch. Ach so, natürlich. Weißt du, Atlanta, was ich gerne möchte? Sag's, Herbert, auch wenn's schlimm ist. Es ist nicht schlimm. Ich möchte auch auf der Atlanta heiraten. Ach. Schon aus Tradition und weil es deinen Eltern doch so viel Glück gebracht hat. Oh ja, sie haben sich nämlich sehr lieb, musst du wissen. Ich glaube, deine 11 Geschwister bezeugen das. Ja, wir sind alle Wunschkinder.
Möchtest du auch 12 haben? Oh, ich möchte mich nicht gleich auf eine beschränkte Anzahl festlegen. Wenn wir es uns leisten können, möchte ich 12 Dutzend von dir haben. Vielleicht können wir es uns leisten. Hä? Tante Josephine ist gestorben und hat mir was vererbt. Oh, das ist ja wunderbar. Oh, herzliches Beileid. Danke. Aber Papi will ja nicht, dass wir nach Montevideo fahren. Nach Montevideo? Ja. Da müssen wir doch die Erbschaft antreten. In Montevideo? Überhaupt nicht in Frage, dass du ohne mich nach Montevideo fährst. Punkt. Nein, es kommt nicht in Frage, wenn ich so etwas schon höre. Und wer bestimmt das? Ich. Du? Ja. Ach, wie interessant. Und warum kommt es nicht in Frage? Weil ich nicht will. Weil ich... Weil du eifersüchtig bist. Oh, eifersüchtig, dass ich nicht lache. Aber das eine sag ich dir. Das überstehe ich nicht. Wenn je ein anderer. Unter Umständen bringe ich den um. Oh, du bist ja auf jede Mücke eifersüchtig, die mich sticht. Es handelt sich hier nicht um Mücken. Nein, sondern um die Erbschaft. Ja, eben, wenn du erstmal ein reiches Mädchen bist, dann bin ich deinem Vater vielleicht nicht mehr gut genug als Schwiegersohn. Auf wen heiratest du, Papi oder mich? Dich. Na also. Atlanta. Herbert. Wenn ich dich nicht so lieb hätte, wäre ich doch nicht so eifersüchtig. Sprich mit Papi. Jetzt gleich sofort. Ja. Ja. Ah, Herr Saft. Sieh mal an. Kraft. Bitte? Kraft. Na und? Sag mal, hast du keine Papierschnitzel herumliegen sehen? Nein, Papa. Bläuliche? Nein, Papa. Sie auch nicht, Herr Kraft? Nein, Herr Professor. Haben Sie mir je einmal eine positive Antwort gegeben? Nein, Herr Professor. Setzen. Da hast du's. Wenn er mich anguckt, fühle ich mich wie die Schlange unter dem Blick eines Kaninchens. Macht nichts, mein Kaninchen. Dann werde ich eben bei ihm um deine Hand anhalten. Schon zurück. Ja. Herbert soll heute mit Vater sprechen. Heute vielleicht besser nicht, Kind. Vater hat Sorgen. Ja, er sucht nach Papierschnitzeln. So? Ja, nach bläulichen. So, so. Ich bringe Herbert nur noch schnell um die Ecke. Suchst du etwas, Traugott Hermann? Wo ist der Pastor? Nicht im Papierkorb. Weißt du, was er von dir gesagt hat, bevor er ging? Nein, wenn du es mir nicht sagst. Er hat gesagt, du seist ein scheinheiliger Tyrann. Sieh mal an, das sagte er, der prachtvolle Gottesmann. Er sagte aber auch, dass sich unter deiner rauen Schale das Herz eines Lämmchens verbirgt. Ach so. Und das solltest du je zu Geld kommen, was ja nunmehr möglich wäre, du sicherlich der wohltätigste Bürger der ganzen Stadt sein würdest. Einen Was? Das hat er gesagt? Das hat er gesagt. Ich muss ihm recht geben. Nimm einmal an, wir erben 100.000 Mark. Bist du von Sinnen, Marianne? Nur als Beispiel. Von 100.000 könntest du doch leicht 10.000 wohltätigen Zwecken zuführen. Natürlich könnte ich das. Leicht könnte ich das. Das hängt natürlich ganz von dir ab. Ja, 5.000 sofort und 5.000 später. Eventuell. Und natürlich. Da kann dir doch niemand was dreinreden. Stell dir doch vor, wir gehen spazieren. Und die Leute auf der Straße ziehen tief den Hut vor uns und wispern, da geht er. Unser Wohltäter. Na, in der Tat, wenn man bedenkt, wie viel Gutes ich mit diesem Geld tun könnte, so betrachtet hätte ich eigentlich kein Recht, das Geld zurückzuweisen. Gar kein Recht. Gar kein Recht. Ich sagte das bereits zweimal, kein Recht. Ich müsste eigentlich meinen Stolz auf dem Altar der Wohltätigkeit opfern. Natürlich darfst du in deiner Großherzigkeit nicht zu weit gehen. Noch habe ich damit nicht begonnen.
Bedenke, unsere letzten sechs haben noch nie etwas Neues bekommen. Die mussten auftragen, was die ersten sechs ausgewachsen hatten. Und die tragen bereits das, was wir abgelegt haben. Das ist eine Schande. Und was für eine wundervolle Reise das wäre. Ein Lebenstraum ginge in Erfüllung. Unsere ersten gemeinsamen Ferien, Marianne. Ich fürchte, ich muss bei den Kindern bleiben. Na, Marianne, du musst mitkommen. Du müsstest, gegebenenfalls. Das ist aber sehr lieb von dir. Willst du nicht den Pastor auf mein Billett mitnehmen? Oh, ich durchschaue dich wie eine Glasscheibe. Der Pastor soll nicht nur auf meine Seele aufpassen. Hm? So habe ich's doch nicht gemeint, Traugöttle. Wer gab Adam den Apfel, Eva oder die Schlange? Traugott, du vergissest dich. Im Gegenteil, ich besinne mich auf dich. Ach, du Casablanca. Casanova. Weißt du, Marianne, wenn ich das Geld nehme, ich meine, wenn, dann können wir uns ja unter Umständen noch etwas leisten. Was denn? Ein 13. Traugott Hermann, das geht zu weit. Also abgemacht, wenn die Rede auf die Reise nach Montevideo kommt, sind Sie dafür und ich dagegen. Abgemacht. Dann beweisen Sie mir, Herr Bürgermeister, und das wird den Professor überzeugen, was ich für ein Trottel bin. Das ist eine Kleinigkeit. Ja. Dann erzählt der Apotheker seine Geschichte und Sie beteiligen sich entsprechend. Großartiger strategischer Plan. Sieh da, die Frau Professor. Welch Glanz in unserer Hütte. Guten Abend, die Herren. Guten Abend, Herr Professor. Herr Bürgermeister, wie geht's Ihnen, Sie alter Pomuchelskopf? Ich habe Sie schon lange nicht mehr so guter Laune gesehen, Sie alter Duckmäuser. Und das ärgert Sie, Sie alter Erbschleicher. Nein, das freut mich, Sie altes Patentekel. Naja. Na, Möselchen. Ja, Mosel und Roten. Apropos Erbschleicher. Sie haben es gerade nötig, Herr Professor, nach allem, was man so hört. Ja, meine Herren, wir werden vielleicht sehr bald eine größere Reise unternehmen. Also bitte nichts davon, ja? Haben Sie schon gehört, Herr Pastor, was der Apotheker von seiner Reise nach Amerika erzählt hat? Ich bin fast gestorben vor Lachen. Fast? Probieren wir es doch noch mal. Erzählen Sie es doch nochmal, Herr Apotheker. Nee, nicht in Gegenwart der Frau Professor. Also meine Frau hat noch nie einen Witz verstanden. Wie kannst du so etwas sagen? Bitte erzählen Sie, Herr Apotheker, es wird schon nicht zu schlimm sein. Na, ich weiß nicht. Also, ein Bekannter von mir, Name tut ja nichts zur Sache, geht da spazieren in einer Straße, in Montevideo. Ich trau mich nicht. Na, dann erzählen Sie doch die Geschichte, Herr Bürgermeister. Also, er geht da spazieren in einer Straße in Montevideo. Ach, er lacht so elegant. Er geht da spazieren in einer Straße in Montevideo, da plötzlich. Das ist so komisch. Was werden wir beurteilen? Also, er geht da, wie gesagt, spazieren. In einer Straße in Montevideo. Muss eine längere Straße gewesen sein. Da sieht er plötzlich eine Menschenmenge vor einem Schaufenster stehen. Er stürzt halt an, geht näher und sieht in dem Schaufenster eine lebendige, wunderschöne Dame in einer Badewanne liegen, mit nichts bekleidet, als mit Seifenschaum bis an den Hals. Das war eine Reklame für Badeseife. Wie hieß die Seife? Das ist doch gleichgültig. Weiter. Da plötzlich reißt ein junger Mann aus der Menge den Hut vom Kopf und fängt an, die Nationalhymne zu schmettern. Aber es wirkte nicht. Wieso nicht? Warum nicht? Sie stand nicht auf! Na, Marianchen, hast du es verstanden? Vielleicht brauchte die Dame in der Badewanne gar nicht aufzustehen. Vielleicht war sie eine Ausländerin. Mutter,
Ja, was einem alles so auf Reisen passieren kann. Nee, wissen Sie, Montevideo, das wäre kein Pflaster für mich. Normal muss man doch was anderes sehen. Ich gehe mal nur den eigenen Kirchturm, Herr Pastor. Ergeben sich doch ganz andere Perspektiven bei sowas. Nee, ich bleibe lieber in meinen vier Wänden. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ich bin auch der Meinung, man sollte sich Gottes schöne Welt ansehen, wenn sich dazu eine so prachtvolle Gelegenheit bietet. Reisen tut Not. Ihr miserablen Komödianten, bevor ihr so schlecht weiterspielt, lasst euch sagen, dass ich niemals an die Großmut meiner Schwester glauben werde. Irgendwas stimmt da nicht. Quid quid est. Was soll denn da nicht stimmen? Eine tote Tante ist doch kein trojanisches Pferd. Und bedenken Sie, Professor, wie viel Gutes Sie mit dem Geld tun können. Denken Sie an die Gemeinde. Ein neuer, moderner Dampfwagen für die Feuerwehr tut Not. Neue Gitter für das Kreisgefängnis. Auf kulturellem Gebiet fehlt es am wichtigsten. Die Regimentskapelle braucht einen Schellenbaum. Wir könnten uns endlich eine große Glocke für die Jakobuskirche leisten. Wir würden sie auch Hermann-Glocke nennen. Ach, Traugott. Oder Traugott-Glocke. Oder Traugott-Hermann-Glocke. Tag für Tag wird sie das Lob des edlen Stifters über die Dächer der Stadt schmettern. Denken Sie an Ihre Familie, an die vielen kleinen Mäuler. Ach, Traugott. Und denk doch auch, wir könnten uns unter anderem, wie du selbst angedeutet hast, auch noch ein, du weißt schon was, leisten. Wo sind die Schiffskarten? Hier. Der Pastor hat sie zusammengeklebt. Gott will Rechte uns erweisen. Die Schiff steht in die weite Welt. Ihm will er seine Wunder weisen. In Berg und Tal und Strom und Feld. Wir wandern, von dem einen Ort zum anderen. Bächlein von den Bergen springen, die Läppchen schwirren hoch verloren. Was soll ich nicht für ihnen singen, aus voller Kehle und frischer Brust? Wir winkten und winkten und winkten, bis nur noch eine kleine graue Rauchwolke am Horizont zu sehen war. Drei Wochen sind nun ins Land gegangen. Drei Wochen sind wir nun allein. Wo mögt ihr jetzt herumschwimmen? Ich beneide euch, was ihr alles zu sehen bekommt. Wann kommt endlich mal was anderes als Wasser, Herr Pastor? In 8 Tagen frühestens. Den Äquator kann man auch nicht sehen? Nein, mein Kind, das ist nur eine gedachte Linie. Auf Papis Globus sieht man ihn so schön. Wo ist eigentlich Papi? Er musste sich hinlegen. Aha. Hat er wieder, ich meine, ist ihm wieder... Ja, es ist ihm wieder. Er hat... Ich sehe mal nach ihm. Hier ist die Bordzeitung, mein Herr. Sie enthält alle Menüs der nächsten Woche. Hinaus. Wer den Wagen hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Schwachheit, dein Name ist Leib.
Seekrankheit hat nichts zu tun mit körperlichen Kräften oder Schwächen. Sehr richtig, es hat etwas mit dem Gehirn zu tun. Richtig, mit dem Gehirn. Deshalb bleiben Sie verschont. Was tun Sie hier? Genügt es nicht, dass ich Sie nächtens neben mir ertragen muss? Ich wollte nur meiner Hirtenpflicht genügen. Hüten Sie lieber meine Tochter. Sie liest draußen auf dem Deck an der Reling. Erinnern Sie mich nicht an die Reling. Gehen Sie in Ihre Kabine, Senorita. Jemand erwartet Sie dort, der Ihnen nahesteht. Ein Freund? Herbert, was machst du denn hier? Und wie siehst du denn aus? Ich hab dir ja gesagt, du fährst nicht ohne mich nach Montevideo. Und weil ich kein Geld hatte für die Überfahrt, habe ich mich als Heizer anheuern lassen. Seit 3 Wochen versuche ich schon, dich zu sehen. Ich darf doch nicht aufs Promenadendeck. Das hast du für mich getan? Oh, mein Abend. Wo warst du denn, Kind? Oh, ich habe mir ein bisschen das Schiff angesehen, Herr Pastor. Interessant, nicht wahr? Ja, hinter jeder Tür wartet eine Überraschung. Du hast dich da schwarz gemacht. Oh, wo? An der Nase, an der Wange auch. Warst du denn auch im Maschinenraum? Oh, sehen Sie mal, wie aufgeregt das Meer ist, Herr Pastor. Merkwürdig. Keine Spur von Herbert Kraft seit der Abreise der 3. 17,50 Meter Apfelringe. Auf dem Trockenboden aufgehängt. Mir tut das Kreuz weh. Seit die Erbschaft in Aussicht ist, werde ich leichtsinnig. Ich lasse mir von Frau Joris das helle Jackenkleid ändern. Vielleicht sogar mit Pilzbesatz. Mhm. Aber eigentlich brauchen die Kinder viel dringender etwas Neues. Ein eigenartiges Gefühl. Hier geht der Sommer zu Ende und drüben fängt der Frühling an. Ach, Traugott, du bist so weit weg. Terra firma, endlich. So muss Kolumbus so mutig gewesen sein. Atlanta aufschließen.
Herr Pastor, ich denke mir, wir leisten uns eine Droschke. Man scheint uns nicht zu erwarten. Wir haben ja fast einen halben Tag Verspätung. Ja. Also, Jemenos a la Estancia Machado. Que señor? Bringen Sie uns zur Estancia Machado. Estancia Machado? Usted? Usted Estancia Machado? Que cómico! Halt! Unser Gepäck! Are you Professor Nagler? Ja. Yeah. Bienvenuto in Montevideo, Professor. Folgen Sie Betseba? Si, si. Sie wird Sie bringen zu Ihrer Schwester Haus und zu Ihrer Carmen della Rocco. Carmen della Rocco? Si, si. Pension Habanera, Avenida del Mar. Du hast meine Schwester eine eigene Pferdebahn. Andere Länder, andere Sitten. Und Carmen della Rocco? Gefällt Ihnen denn nicht? Vielleicht der Name? Das ist die alte miese Peter. Und warum grinste der Kutscher so, als die Estancia Machado sagte? Vielleicht kennt er sie von Dingskirchen. Ja, wunderbar. Buenas noches. Buenas noches. Signora della Rocco, Sie werden empfangen, mañana, morgen. Geht schon spät und Sie werden sein müde nach langer Reise. Por favor. Oh. Pastor. Ja. Wissen Sie, wer das ist? Ihre Schwester. Ja, sie hat sich gar nicht verändert. Die gute Josephine. Die Büste einer vollendeten Dame. Tja, Büste ist vollendet. Schönste Zimmer, por favor. Hier, allerschönste gelbe Zimmer, gelbe, für kleine Freundin vom Professor. Kleine Freundin ist meine Tochter. Oh, lala. Ja. Das ist ja herrlich. Ja, ist ja erstaunlich. Und Papi, ein richtiges Bad. Ja, das ist schön. Also vergiss nicht, das gute Kleid auszuhängen. Gute Nacht, mein Kind. Und träum schön. Ich bin schon mittendrin. Das alles ist ein einziger Traum. Ja. Dies hier, rosa Zimmer. Wer? Bitte, Pastor, nehmen Sie das. Rosa passt so gut zu Ihrer Gesichtsfarbe. Und das hier, blaue Zimmer, für Professor Razul. Was sagen Sie, Professor? Finden Sie die Anordnung des Spiegels über dem Bett nicht recht unsinnig? Andere Länder, andere Sitten. Sie wiederholen sich.
Alles recht sonderbar hier bei meiner Schwester. Fangen Sie schon wieder an? Erinnern Sie sich bitte daran, dass Sie Gast im Hause der teuren Verblichenen sind. Ja, aber Sie vergessen... Ich vergesse gar nichts. Ich weiß nur, dass Josephine Ihre Grausamkeit mit einer sehr noblen Rache beantwortet. Vielleicht sind meine Ansprüche an Moral zu hoch? Sicher sind Sie das. Außerdem dachte ich, wir wären auf Ferien hier. Moral kennt keine Ferien. Ich meine, ist das weit von hier, die Pension Habanera? Sì, sì, Pension Habanera, Avenida del Mar. Sì, sì, ist das weit von hier? Hä? Huh? Sì, sì. Wenn haben besonderen Wunsch? Ich, Belinda. Wenn wollen, klingeln. Belinda kommen. Dir in Notches. Was sagt sie? Wenn sie wollen, sie kommt auch nachts. Por favor, Mädchen schon schlafen. Mädchen? Sie wird Atlanta meinen. Guten Morgen, lieber Pastor. Guten Morgen, Professor. Ich dachte, Sie stünden überhaupt nicht mehr auf. Oh, ich habe geschlafen wie Dornröschen, wenn ich auch nicht so aussehe. Ach, diese Betten, was? Haben Sie jemals zuvor auf solch einer Matratze gelegen? Ach, was sage ich? Geschwebt? Und diese seidenen Decken, ich habe kaum gewagt, mich damit zu verhüllen. Ich hoffe, Sie taten es trotzdem. Wie haben sich denn gewandelt? Der stammt noch aus der Zeit, als ich Missionar werden wollte. Das muss aber auch schon länger her sein, was? Ich bin auch nicht auf Rosen gebettet. Na, ganz schön heiß heute, wie? Na, Pastor, was sagen Sie denn? Was ist das Ganze wert, so rund? Na, ich sollte denken, 200.000. Ich denke ja gar nicht dran, was für diese Lappalie zu verkaufen. Pastor, heute Abend feiern wir. Sie sind mein Gast. Wir werden Montevideo kennenlernen und Montevideo uns. Glückliches Montevideo. Wo ist Atlanta? Ach, sie schläft noch. Gönnen wir es dem guten Kind, einmal allein in einem Bett zu liegen. Wir konnten uns nie so viele Betten leisten wie Kinder. O Anthurium grosoni communis, der gemeine Aaronstab oder im Volksmund Flamingoblume, wenn ich nicht irre. Sowas wächst hier wie bei uns Geranien. Das grüßt dich, Caballeros. Und Madame de la Rocco. Guten Morgen, meine Herren. Ich bin Carmen de la Rocco und ich schätze mich glücklich, Sie willkommen zu heißen in diesem Haus. Madame, ich bin glücklich, dass wir uns so gut verstehen. Verständigen, ich meine, dass Sie Deutsch sprechen. Nicht gut, aber schlecht. Oh. Ja, Sie sind, Sie waren die Vertraute meiner teuren Schwester? Oh ja, wir waren sehr vertraut. Wir hatten so viele gemeinsam. Bitte? So vieles. Und das ist Pastor Riesling. Schade. Nein, nicht doch, wir bei uns. Ich übe. Setzen wir uns. Meine Herren. Professor Nägler, Traugott. Sie hatten eine geruhsame Überfahrt, ich hoffe. Doch. Der Professor hat eigentlich nur geruht. Und was ist Ihr Programm für heute? Wir wollen... Ja, ich möchte eigentlich recht bald mit dem Testamentsvollstrecker sprechen. Hier in Montevideo, man hat Zeit. Man sagt mañana, morgen. Man meint pasado mañana, übermorgen. Aber ich werde die Kanzlei verständigen. Sehr liebenswürdig. Hier, Sie haben viele Zerstreuung, wenn Sie wollen. Gibt es irgendetwas, das ich kann arrangieren? Ist hier in Montevideo nicht ein berühmtes prähistorisches Museum? Ich glaube, das würde den Professor am meisten interessieren. Schuft. Naja, alles zu seiner Zeit. Wie lange hat meine Schwester hier gelebt? Sie hat nicht hier gelebt. Hatte sie noch ein Haus? Sie besaß 12 solcher Häuser über die ganze Land verteilt. Sie alle sind wunderbar gelegen und gehen vortrefflich. So, sie gehen vortrefflich, diese Häuser? Ausgezeichnet, ja.
soll man sagen, leider. Es war ein großes Bedürfnis dafür vorhanden, in diese etwas leichtliebige Stadt begreiflich, nicht wahr? Ja, absolut begreiflich. Was meinen Sie dazu, Pastor? Absolut. Wir sind allzumal Sünder. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Ja, ich verstehe Französisch, ich unterrichte dieses Fach. Sagen Sie, Madame, wie ist es denn so plötzlich? Ich meine, es war doch plötzlich. Ja. Die Arme. Aber sie waren nicht arm. Ja, wir meinen es auch nicht im finanziellen Sinne. Auch sonst nicht. Ihre gute Laune hat sie nicht verlassen bis zu ihrem Ende. Als sie machte ihr Testament, sie lachte Tränen. So lachte sie, die. Das ist ja erfreulich. Sie hatte immer viel Sinn für Humor. Hm. Sagen Sie, war sie denn je verheiratet? Oh nein, Professor, das wäre Ihr Beruf abträglich gewesen. Was war denn genau genommen Ihr Beruf? Jetzt, meine liebe Professor, Sie wollen mich, wie sagt man in Europa, nehmen auf die Arme? Es würde mir ein großes Vergnügen sein, Madame. Nein, was ich sagen wollte, war, wenn sie nicht reich geheiratet hatte, woher hatte sie das viele Geld? Sie war arm wie Maus in Kirche, als sie anfing. Und hatte niemanden zu sein behilflich. Ganz allein, sie machte ihr Vermögen mit die kleine Gabe, die Gott ihr hatte verliehen. Interessant. Kleine Gabe? Ja, ich sag kleine Gabe. Weil ich nicht glauben kann, sie war mehr talentiert als andere. Aber sie war mehr fleißig. Sie uns beschimpfte jeden Tag aufs Neue. Und wir waren nicht faul. Oh, lala. Erstaunlich. Sie kann nicht essen, Professor. Sind Sie nicht appetitlich? Madame, hat sie je von mir gesprochen? Oh ja, Professor. Bei Testament. Werde nie vergessen, ihr Lächeln, mit dem sie sagte: Ich glaube, es wird sein eine reizende Überraschung für meine tugendhafte Bruder, wenn ich ihm vermache, eine von meinen Etablissements. In Europa, man sagt doch Etablissement für Häuser mit Mädchen, sagt man so? Ja, man sagt so. Aber nun, meine Herren, ich werde Sie frühstücken lassen alleine. Später, ich werde Ihnen vorlegen die Bücher. Seniors, Padre, Professor, die kleine Gabe meiner Schwester. Was meinte sie wohl damit, Pastor? Wie nun? Oh, mein prophetisches Gemüt. Sind die Herren bedient? Und ob? Wie viele Mädchen sind denn hier im Hause? 13. Mit Tochter vom Professor, wir wären 14. Was? Mit meiner Tochter 14? Atlanta! 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 Ja, Papi? Was machst du da? Ich bade. Du weißt nicht, wo du badest, unglückliches Kind. Komm sofort heraus, du ziehst um. Sagen Sie bitte, wo ist denn hier in der Nähe ein einfaches und solides Hotel oder so etwas, hm? Pension Habanera, gleich um die Ecke. Danke. Pastor, Sie wissen, wo wir hier sind, hm? Ich ahne es, in einem. Warum pufen Sie mich denn? Spricht jemand von euch Deutsch? Ich, Padre, Deutsch und Lolita. Ich auch ein bisschen. Und ich. Oh, no, 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 no. Wie alt seid ihr denn? 17. 16. So jung und schon. Wie seid ihr denn in dieses Haus gekommen? Es ist nicht einfach. Es ist ja ein öffentliches Haus, aber wenn man gewisse Voraussetzungen mitbringt. Und die brachtet ihr mit? Oh. Arme Geschöpfe. Aber wir fühlen uns wie im Himmel, Padre. Leider, wir dürfen nur bleiben, bis wir nicht mehr sind, jung. So. Und dann, wir müssen gehen allein unsere Straße. Das ist kein Muss. Oh, das sehe ich. Was macht ihr tagsüber? Vormittag erst wir schwimmen, dann wir reiten und dann wir haben Lesion. Cavalcamos e dispues Lesion. Unterricht. Was für Unterricht?
Sprachen, Konversation, Musik und Tanzen. Viel Tanzen. Oh, gute Weile. Und andere Künste. Oh ja, Madame, uns lässt lernen alles, was die Herren wünschen. So, alles, was die Herren. Und nachmittags? Nach Siesta wir frei. Spielen Tennis, Cricket, Federball. Wir müssen viel tun, für Körper bleibt gut. Ja, ich verstehe. Und abends? Nach Souper wir sitzen in große oder kleine Salon, machen Handarbeit, lesen. Mhm, und manchmal wir spielen Grammophon. Und dann? Und dann, wir müssen gehen nach oben in die Zimmer. So. Und dann? Dann wir schlafen. Müssen schlafen. Und wann kommen die Herren? Welche Herren? Nun, die Herren, die... Ach, ach, Sie meinen die Herren aus Montevideo? Ja, die... Die nur kommen alle 14 Tage. Wieso? Ja, aber wieso nur alle 14 Tage? Ja, rentiert sich das? Die kommen doch nur zur Kontrolle. Und öfter Kontrolle ist nicht notwendig. Kontrolle? Sie? Ja, die Herren sind vom Kuratorium der Stiftung. Sie? Kuratorium? Sie? 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 Dies Haus ist eine Stiftung? Sie? Sie? Ja, Maria Machado hat gegeben, ihr ganzes Vermögen zu machen, diese Häuser. Zu geben Ausbildung für junge Mädchen, die wo sind allein, ohne Papa, para dar educación, Mama, auch, es, ohne Patria. Ist in Patria, sie. Ja, ohne Ach, Heimat. Das hier ist ein Heim für... Heim! Heim! Oh, ging ich in die Irre. Und wer war diese hochherzige Stifterin? Maria Machado von Colón in Buenos Aires. Sie nicht kennen Maria Machado von Teatro Colón in Buenos Aires? Und Gran Cantante de Südamerika? Größte Sängerin von Südamerika? Kommen Sie, drinnen ist sie. Sie. Ich zeige Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Maria Machado, Maria Machado, Maria Machado. Als sie war jung, sie war so verstoßen. Sagt man so? So allein? Das ist... Kinder, ich könnte euch umarmen und küssen. Warum sie nicht tun, Patre? Wir alle, sie mögen gut leiden. Herr Pastor! Meine Damen! Professor, ich habe eben einen der größten Augenblicke meines Lebens durchlebt. Ja, das habe ich gesehen. Ich habe entdeckt... Was Sie auch entdeckt haben mögen. Sie sollen sich schämen. Ich habe entdeckt, dass nichts auf dieser Welt so schmutzig ist, wie eine schmutzige Fantasie es machen kann. Oder eine zu moralische. Wollen Sie vielleicht ein bisschen deutlicher ausdrücken? Nicht bevor Sie sich an etwas anlehnen, damit Sie nicht umfallen. Bitte? Wissen Sie, wer Maria Machado war? Eine Sängerin, glaube ich. Was ist los mit ihr? Sie starb kürzlich, nicht wahr? Möglich, na und? Haben Sie jemals ein Abbild von ihr gesehen? Nein. Da. Was? Das ist meine Schwester. Ganz recht, Josephine Negler. Und ihr Bühnenname war Maria Machado. Ja. Und dieses Haus, das Sie mit Ihrem so hochentwickelten moralischen Feingefühl für einen sonst was hielten, ist ein Heim für alleinstehende Mädchen. Gegründet zu dem ausgesprochenen Zweck, eben diese Mädchen vor dem Heim zu schützen, das Sie dachten, dass es sei. Brüllen Sie nicht so. Wir sind ja nicht in der Kirche. Sehen Sie jetzt ein, dass ein armes Mädchen mal einen Fehltritt machen und doch moralisch höher stehen kann als die, die Sie verurteilen? Fühlen Sie jetzt das große Unrecht, das Sie ihr taten, als Sie sie auf die Straße warfen in jener dunklen Nacht? Es war Vollmond. Und außerdem, wenn ich sie nicht verstoßen hätte, wäre sie heute immer noch zu Hause in Dingskirchen. Es fehlt nur noch, dass Sie sich Ihrer Schwester Karriere zum Verdienst anrechnen. Nicht absolut. Aber vielleicht war ich nur ein Werkzeug in der Hand der Vorsehung. Also das ist die Höhe. Pastor, warum sind Sie eigentlich so wütend? Ihre Dickfälligkeit bringt mich zur Verzweiflung. Hm. Vielleicht ist sie nicht ganz echt. Vielleicht brauche ich mein dickes Fell gegen mein Gewissen. Professor. Sie haben einmal zu meiner Frau gesagt, ich sei ein Scheinheiliger. Das hätte sie Ihnen aber nicht wieder sagen sollen. Gut, dass sie es tat. Wenn Sie mir nun den einzigen Trost nehmen, dass meine Tat vielleicht doch zu etwas gut war. Ich bin ein schlechter Hirte. Nein,
Das sind Sie nicht. Ja, das bin ich wohl. Na, das fehlte nur noch, dass Sie sich jetzt Vorwürfe machen. Ich hab Sie gern, Professor, glauben Sie mir. Ich Sie auch, Pastor, ich Sie auch. Auch wenn ich Ihnen manchmal eine runterhauen möchte. Ich Ihnen auch. Ich Ihnen auch. Pastorchen, würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie Atlanta zurückholen? Wo ist sie? Ich habe sie in einer Pension untergebracht, gleich hier um die Ecke. Ich werde, bis Sie wiederkommen, meine stille Andacht mit meiner Schwester halten. Schließlich ist sie mein Fleisch und Blut. Ich verzeihe ihr. Wo sagten Sie, haben Sie Atlanta untergebracht? In der Pension Habanera. Hoffentlich ist es eine Pension. Stimme. Nicht wahr? Ja, sie hatte wirklich Gold in der Kehle. Nicht nur in der Kehle, Professor. Madame, ich schäme mich. Warum, Professor? Ich schäme mich vor ihr, aber auch vor Ihnen. Ich hatte einen entsetzlichen Verdacht. Einen Verdacht? Ja, ich dachte, dumm, vivimus eramus. Ich wage es Ihnen nicht zu sagen. Ich bin nicht zimperlich. Sagt man so in Europa, ich kann vertragen eine Puff. Das dachte ich. Unter uns gesagt, dieser Haus war wirklich so ein bisschen ulala, bevor Maria Machado es kaufte. Ich sehe ein, dass ich Strafe verdient habe und bitte um eine gehörige solche. Ich möchte Sie einladen, Sie, Madame, und die reizenden jungen Damen natürlich, vielleicht auch die Herren vom Kuratorium, zu einem rauschenden Fest. Sagt man so in Südamerika? Man sagt so muchas gracias. Also, machen wir einen Asado. Ein Asado, großartig. Einverstanden? Si, si, Madame. Darf ich fragen, was ist das? Ein Asado? Lassen Sie sich überraschen. Dieses Lied nicht originell, aber sehr charmant. Pedro, Pedro, ich dich liebe. Ich dich lieben immer zu. Ich dich werden immer lieben, solange wie Wasser geht herunter Guadalquivir. Oh ja, Guadalquivir, Fluss in Spanien. Mündet unter interessanter Deltabildung süd-südwestlich von Sevilla in den Golf von Cádiz. Ja, und wenn du kommst zurück, du wirst schlagen. Bin, was? Du wirst schlagen deine Gitarre und der Balkon meines Zimmers und ich werde fliegen. Mhm. Fliegen herab die Treppe, und der Mond wird scheinen, und mein Herz, es wird jauchzen, und die Blumen, sie werden riechen, duften, duften, und mein Körper, er wird Arder versengen. Na, brennen, nicht? Versengen ist transitiv. Brennen, gracias. Hm. Pedro, Pedro, ich dich lieben immer zu. Und so weiter, ja. Und so weiter. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Lieb. Pastor, ich muss Ihnen etwas zeigen, etwas ungeheuer Interessantes. Sie werden sehr überrascht sein. Du machst mich tatsächlich neugierig. Herbert Kraft. Ja, wieso aber? Ich kann nichts dafür. Ich bin mit demselben Schiff gekommen. Als Heizer. Drum. Jetzt verstehe ich.
Und heute sind sie zur Abwechslung Gaucho. Ja, was tut man nicht alles aus Liebe? Dann pass auf, mein Kind, dass du diesmal nicht Fettflecke auf dein schönes Kleid bekommst. Aber Herr Pastor... Weiß dein Vater, dass er hier ist? Nein, noch nicht. Ich dachte, das Fest heute wäre eine gute Gelegenheit. Das Kostüm haben die Mädchen besorgt zur Tarnung. Ich will diese Heimlichkeiten nicht mehr. Erst auf dem Schiff und gestern Abend in der Pension. Und immer die Angst. Ich wohne doch in der Pension Habanera. So. Und immer so nah bei Atlanta. Das ist mir einfach zu gefährlich, Herr Pastor. Ich möchte vorher um Ihre Hand anhalten. Ich meine, bevor man weiß, ob sie etwas erbt oder nicht. Ach so, das ist sehr anständig von Ihnen. Ja, theoretisch bin ich mir meiner Sache auch ganz sicher. Ich war sogar leichtsinnig. Ich habe schon telegrafisch Schiffskarten bestellt. Für die Atlanta, für die Trauung und die Hochzeitsreise. Du auch? Ich habe Mutti telegrafiert, damit sie es tut. Ach, Herr. Vorsicht, das Kleid! Ja, Herr Kraft, wenn Sie nicht an sich halten können, dann halten Sie an. Hick, Rodos, hick, Salta. Ihr Schwiegervater in Spee ist bester Laune. Wenn ich ihn bloß von Weitem sehe, verliere ich schon jeden Mut. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Sie müssen mit ihm sprechen. Ich? Ja, heute noch. Na ja, ich will versuchen, ob ich es über mich bringe. Paris tanzt Cancan, der Balkan tanzt Polo. Der deutsche Schieber, der Russe lieber Solo. Alle diese Tänze sind entbehrlich. Wenn nun niemand's nimmt. New York tanzt Cakewalk, Madrid tanzt Fandango. Der Wiener Walzer, doch hier, da tanzt man Tango. Und nur der Tango ist gefährlich. Was Sie nicht sagen. Wenn die schwarzen Senoras aus Montevideo dich lockend umgarnen, bitte tanzen nicht mit ihnen in Montevideo. Lass dich warnen. Der erste Schritt von rechter Weg ist manchmal nur ein Tango-Schritt, ein Übertritt, ein Wechselschritt, vielleicht ein kleiner Fehltritt. Ah, der erste Schritt von rechter Weg, der muss doch nicht begehrlich sein, doch kann er schon gefährlich sein, wenn dich der Tango-Takt packt, so viel Kontakt. Wie dein steht, hast du noch nie gespürt. Wenn dich im Takt zart und diskret ein süßes Knie berührt. Der erste Schritt von rechter Weg ist manchmal nur ein Tango-Schritt. Tanz niemals einen Tango mit, nicht einen Schritt. Olé! Olé! Bravo, Professor! Wie haben Sie gesagt, wir werden Montevideo kennenlernen und Montevideo uns. Ja, Pastor, ich bin tatsächlich sehr beeindruckt von diesem Fest. Nur von dem Fest? So viel Kontakt, wie da entsteht, hast du noch nie gespürt. Jetzt haben Sie die schlechte Fantasie, Pastor. Ein Tänzchen in Ehren kann niemand verwehren. Ich muss mit Ihnen sprechen, Professor. Ich habe eine Überraschung. Professor, es tut mir leid, aber Anwalt, er wartet auf Sie im Haus. Er lässt sich entschuldigen, dass er kommt zu spät, aber Anwalt nie Zeit. Er ist mir willkommen, zu jeder Zeit willkommen. Her mit den Pesos! Danke. Gut, Ihnen auch. Das ist fein, Professor. Traugott Hermann Näger. Sisi, das bin ich. Und ich freue mich, endlich Ihre Bekanntschaft zu machen. Herr Perino. Dr. Glück, wie das Gegenteil von Unglück. Bitte, ich erwarte die Herren Perino, Perino, Perino. Tot, alle drei, seit 5 Jahren. Richtig, ich bin Ihr Nachfolger. Und hier ist das Testament. Sie brauchen keine Sorge zu haben. Sie müssen nur die letzten Seiten lesen. Bei den anderen handelt es sich so um Stiftungen für junge Dinger und so weiter. Sie wissen, als sie selbst ein junges Ding war, da passierte ihr so Verschiedenes und ein verblödeter Verwandter warf sie dann auf die Straße. Ich weiß nicht, ob wissen, wer es war. Wissen Sie es? Ach, bevor. Ich will es auch gar nicht wissen. So, und hier ist es, wo Sie drankommen. Haus und Grundstück
1351, Estancia Machado, vermache ich mit allen Rechten und Pflichten meiner Nichte Atlanta Nägler. Aus. Und wie viel glauben Sie, ist es wert? 75.000 Silberpesos. Wie viel ist das in Mark? Das weiß ich nicht. Etwa das Vierfache. Oh, 300.000. Ihr Name ist Dr. Glück. Nomen est omen. Und Sie meinen, die Summe lässt sich auch beim Verkauf erzielen? Nein. Wieso nicht? Ja, Ihre Tochter kann das Haus nicht verkaufen. Warum denn nicht? Das Testament verbietet es. Die Stiftung muss doch erhalten bleiben. Doch mit anderen Worten, sie hat nur Pflichten, keinen Nutzen. So ist das. Mhm. Und nur um das am Rand zu erwähnen, wie sieht es mit Bargeld aus? Bargeld? Ja, warten Sie. Also, ich glaube, da ist eine kleine Klausel. Interessiert Sie das? Ja, unter Umständen. Wo steht denn etwas von Bargeld? Hier. Hier steht etwas von Bargeld. Den Rest meines Vermögens, 225.000 Silberpesos. Sind ja über 900.000 Mark. Etwa. Ja, vermache ich in Bar. Ach so. Dem Asyl für Mütter unehelicher Kinder. Na, Mahlzeit. Bitte? Na, jetzt ist's aus. Nein, 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 das geht hier noch auf der nächsten Seite weiter. Sollte jedoch eine Tragödie wie die meinige sich am häuslichen Herd meines tugendhaften Bruders, Professor Traugott Hermann Nägler, wiederholen, sollte, mit anderen Worten, ein weibliches Mitglied dieser vorbildlichen Familie ein uneheliches Kind bekommen, dann fließt oben genannte Summe, also 225.000 Silberpesos, dem betreffenden Opfer einer solchen Katastrophe zu. Lesen Sie das nochmal. Sollte jedoch eine Tragödie wie die meinige sich am häuslichen Herd meines tugendhaften Bruders, Professor Traugott Hermann Nägler, wiederholen, sollte mit anderen Worten ein weibliches Mitglied dieser vorbildlichen Familie ein uneheliches Kind bekommen, dann fließt oben genannte Summe, also 225.000 Silberpesos, dem betreffenden Opfer einer solchen Katastrophe zu. Diese Bestimmung ist begrenzt und läuft ab mit dem 22. Juli nächsten Jahres um Mitternacht. Wann? Am 22. Juli nächsten Jahres. Ja, Atlanta, 17. Geburtstag. Richtig, ja. War Ihre Schwester nicht auch in dem Alter, als er das passierte? Ja. Dass dieses Testament bei voller geistiger Frische... Worauf Sie sich verlassen können. ...verfasst und aufgesetzt wurde, bezeugen und bescheinigen und so weiter. Ich finde das sehr nobel von Ihrem Fräulein Schwester. Sehr nobel. Also mit anderen Worten, falls Atlanta... Es muss ja nicht Atlanta sein. Jedes andere weibliche Wesen Ihrer Familie wäre geeignet. Was erlauben Sie sich? Meine nächste Tochter ist 12. Also falls Atlanta... Richtig. Kriegt sie das Geld? Und wenn sie nicht? Nicht. Sehr einfach. Kein Kind, kein Geld. So ist es. Es war offenbar die Intention der teuren Verblichenen, im Notstand beizustehen. Ich glaube, die Intention der teuren Verblichenen verstanden zu haben, Dr. Glück... Zweifelsohne, es war ja Ihre Schwester. Herzlichen Glückwunsch. Selbstverständlich morgen Nachmittag mit Ihrer Tochter in meinem Büro. Gut um 5 Uhr. Ja, Ausweispapiere sind vonnöten. Einen Augenblick bitte. Die ganze Sache ist doch streng vertraulich, nicht wahr? Selbstverständlich, Herr Professor. Und vergessen Sie nicht, das Wurm muss unehelich sein. Natürlich. Natürlich. Warst du? In Versuchung willst du mich führen, was? Lächle nicht, grinse nicht. Niemals, niemals, niemals! November, Dezember.
Guten Tag. Sagen Sie... Guten Tag, liebe Frau Professor. Guten Tag. Frau Geheimrat hat mich zuerst gegrüßt. Die Sache mit der Erbschaft hat sich anscheinend wie ein Lauffeuer in der Stadt herumgesprochen. Guten Tag. Es war wie Spießruten laufen. Frau Professor. Guten Tag. Aber eigentlich ganz hübsch. Ah, Sie da, unsere Millionenerbin. Den allerschönsten guten Tag, meine liebe Frau Professor. Gnädigste. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Was sehe ich? Sie kaufen eigenhändig ein, wo Sie das doch gar nicht mehr nötig haben. Ich sage bravo. Schlicht bleiben, auch im höchsten Glück. Das ziert die deutsche Frau. Oh, aber das mit der Erbschaft ist doch noch gar nicht gewiss. Ich habe noch keinerlei Nachricht von meinem Mann. Aber wir, der Pastor hat vorgestern gekarrt. Erst waren da wohl Missverständnisse, aber jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Die Traugott-Hermann-Glocke ist in Auftrag. Der Dampfwagen für die Feuerwehr ist bereits bestellt. Und die Gitter für das Kreisgefängnis sind in Arbeit. Der Schellenbau marschiert. Mir wird ganz schwindelig. Bitte sagen Sie, meine Herren, was ist da drüben in Montevideo eigentlich für eine Währung? Escudo, Fiasco. Zasta und Bescheiden. Ach, sagen Sie, Herr Bürgermeister, wie viel sind 27 Zentimeter? Na, ungefähr ein Viertelmeter, gnädige Frau. Genau genommen 2 Zentimeter mehr. Ja, bitte zeigen Sie es mir doch mal mit den Händen, wie viel das ist, 27 Zentimeter. Ja, etwa so viel. Warum wollen Sie das wissen? Sie sind doch jetzt ganz andere Zahlen gewohnt. Können Sie sich das vorstellen, dass man die Kinder wegen so eines Stückchens nicht heiraten lässt? Ich verstehe nicht, Frau Professor. Man lässt sie nicht. Das behauptet Herr Brettschneider vom Reisebüro. Ich war doch eben bei ihm. Wegen 27 Zentimetern. Darf ich vorschlagen, die Debatte bei einem kühlen Fläschchen Mosel fortzusetzen? Geben Sie uns ausnahmsweise die Ehre zu einem kleinen Frühschoppen, gnädigste. Oh ja. Und dann erzählen Sie uns in aller Ruhe, was es mit den 27 Zentimeter auf sich hat. Meine Herren, warum stehen wir davor? Sind doch Türen da und Tor. Darauf sagte mir Herr Brettschneider. Der vom Reisebüro. Ja, der. Ich kann Ihnen die Billets verkaufen, aber die Kinder können nicht darauf heiraten. Auf den Billets? Das verstehe ich nicht. Die Kinder haben sich doch in den Kopf gesetzt, auf demselben Schiff zu heiraten, wie wir es taten. Also, ich frage, warum nicht, frage ich. Die Atlanta ist zu klein, sagt er. Sie wird 17, sage ich. Nicht ihre Tochter, sagt Brettschneider. Das Schiff Atlanta ist zu klein. Zu klein, um darauf zu heiraten, frage ich. Doch nicht für diese zwei schmächtigen Kinder. Es kommt nicht auf die Statur der Brautleute an, Frau Professor, sagt Brettschneider. Der vom Reisebüro? Ja, der, sondern auf die Statur des Schiffes. Das heißt, sagt er, es kommt doch nicht auf die Statur des Schiffes an, sobald es ein Schiff ist. Also, ich werde verrückt. Ja, das habe ich Herrn Brettschneider auch gesagt. Darauf sagt er, Frau Professor, sagt er. Der Kapitän eines Schiffes hat das Recht, Trauung auf hoher See vorzunehmen. Na eben. Na eben, das habe ich auch gesagt. Na eben, sagt Brettschneider, aber es muss ein Schiff sein. Und als Schiff muss es eine bestimmte Länge haben. Das stimmt, sonst ist es keins nach dem Gesetz. Man kann nicht auf einer Fähre heiraten oder auf einem Äppelkahn. Die Atlanta ist 27 Zentimeter zu kurz, sagt Herr Brettschneider. Jetzt, wo man sie wieder in Dienst gestellt hat, sind keine Heiraten mehr erlaubt, sondern nur noch Fahrten zum Vergnügen. Ist das nicht traurig wegen 27 Zentimeter? Das ist wie bei der Artillerie. Wenn ein Kanonenrohr nicht eine bestimmte Länge hat, dann ist es eben keine Kanone, sondern eine Haubitze. Aber schießen tun sie alle beide. Ja, liebe Frau Professor, da werden die jungen Leute eben woanders heiraten. Schade, es hätte ihnen so viel Spaß gemacht. Es wird ihnen woanders auch Spaß machen. Darf ich mir gestatten, Frau Professor, der ersten Dame der Stadt? Oh, danke. Sie sind auf einmal alle so nett zu mir. Na, waren wir das nicht immer? Na, ich weiß nicht. Na, aber. Darf ich bitten, mit mir auf das Wohl unseres hochverehrten Wohltäters anzustoßen, auf Herrn Professor Legler, den verflixten Glückspilz. Wenn 2,3 Silberpesos 10 Mark sind, wie viel Mark sind dann? Oh, mein Kopf. 225.000 mal 10 durch 2,3, 22 durch 23 geht nicht, borge ich mir. In voller geistiger Frische. Haha. Ist Ihnen nicht gut? Nein. Ja, ja, der Asado. Tanz niemals einen Tango mit, nicht einen Schritt. Lassen Sie mich zufrieden. Wenn Sie denken, Sie alter Brummbär, dass Sie mich jetzt, wo Sie reich geworden sind, durch unausstehliches Benehmen loswerden können, dann irren Sie sich. Übrigens, ich habe eine Überraschung für Sie. Genug Überraschungen hier. Wenn Sie wüssten. Tja, mit dem Geld kommen die Sorgen. Und ohne Geld vielleicht nicht. Da ist nämlich kein Geld.
Wie? Wenigstens vorläufig noch nicht. September, Oktober, November. Wollen Sie mich nicht endlich fragen, was mit dem Testament ist? Was ist mit dem Testament? Ich werde es Ihnen zunächst lieber in Form einer Fabel beibringen. Bitte. Nehmen Sie einmal an, Sie seien ein Hirte. Ich bin es. Oh, das weiß ich. Und was für einer? Nein, ich meine einen richtigen Hirten mit richtigen Schafen. Ihre Herde ist noch klein, sagen wir 12 Schäfchen. Und Sie lieben jedes einzelne Schäfchen mit der Liebe eines Vaters. Aber Ihre Weiden sind gar mager. Sie reichen kaum aus, den grimmigsten Hunger zu stillen. Kein extra Grashelmchen weit und breit. Wie hübsch. Was sagen Sie? Ich sagte, wie traurig. Kein extra Helmchen weit und breit? Da, plötzlich in der tiefsten Not, wer, glauben Sie, klopft an die Tür? Die gute Fee. Einen Dreck. Der böse Wolf. Und er spricht zu ihnen: Lass mich Hirte eines deiner Schäfchen haben. Und ich will dich geleiten zu neuen Weiden und Wiesen. Reichere und schönere du nie vorher gesehen hast. Und wo deine anderen 11 Schäfchen grasen und spaßen können nach Herzenslust. Was würden Sie dem Tier antworten? Hebe dich hinweg von mir, Satan. Ist das endgültig? Ja. So. Und Sie würden die anderen 11 verhungern lassen? Ein feiner Hirte sind Sie. Das muss ich sagen. Und wenn Ihnen die anderen 11 Schäfchen im Traum erscheinen, auf ihrer haarigen Brust knien und Sie fragen: Was hast du getan mit unseren grünen Weiden? Was würden Sie antworten? Geht von meiner Brust, ihr haarigen Schäfchen, würde ich antworten. Ich habe zu handeln, wie mein Gewissen es mir befiehlt. Und wenn die anderen 11 Schäfchen meckern: Wir können uns nicht satt essen an deinem Gewissen. Wir können uns nicht nähren von deinen Bedenken. Ein Hirte hat für seine Schafe zu sorgen. Was würden Sie antworten? Aber Sie können doch nicht eins Ihrer Schäfchen dem Wolf zum Fraß vorwerfen. Wer will es denn fressen? Der Wolf. Keine Spur. Was will er denn? Spielen. Ach so. Ja. Das ist also kein böser Wolf. Nicht unbedingt. Dann möchte ich meine Antwort so formulieren. Man müsste zuvor den Wolf sehen. Da ist er ja. Wer? Herbert. Ich sagte ihm doch, ich hätte eine Überraschung für Sie. Herbert Wolf. Kraft. Entschuldigen Sie, ich hoffe, ich störe nicht. Der Herr Pastor war sicher so freundlich, Ihnen zu sagen... Keine Silbe. Ich wollte gerade damit anfangen. Wollten Sie nicht gehen? Ja, ja, ich lasse Sie am besten allein. Wie kommen Sie denn hierher? Ich bin mit demselben Schiff gereist. So, mit demselben Schiff? Aber doch wohl nicht, weil Ihnen die Sehnsucht nach mir keine Ruhe gelassen hat? Gewissermaßen doch, die Sehnsucht, mit Ihnen zu sprechen. Über wen denn wohl was? Über was denn wohl wie? Über wen oder was denn wohl? Nun mal raus mit der Sprache, mein lieber junger Freund. Herr Professor, ich meine, die... Stottern Sie nicht, sprechen Sie ruhig, atmen Sie gut durch und antworten Sie nur, wenn Sie gefragt werden. Jawohl, Herr Professor. Ja, Herr Kraft, ich höre. Herr Professor, ich möchte mir die Freiheit nehmen, Sie um die Ehre Ihrer Tochter zu bitten. Wie bitte? Mir die Ehre geben, Sie um die Hand Ihrer Tochter zu freien. Na, jetzt sagen Sie den Satz noch einmal. Professor, Sie wissen doch, was ich meine. Ja, ungefähr wenigstens. Setzen Sie sich, bitte. Wie alt sind Sie? Ich werde nächstes Jahr 26. Ich habe Sie nicht gefragt, wie alt Sie nächstes Jahr werden. Wie alt sind Sie dieses Jahr? 25,5. Was ist Ihr Beruf? Ich bin Ingenieur in der Fabrik meines Vaters, Schwachstromanlagen. So, nur Schwachstrom. Wie viel gibt er Ihnen? 35 Mark die Woche, einstweilen. Ja, dabei kugelt er sich aber auch nicht den Arm aus. Der alte Knickschniebel, wie? Herr Professors Humor sind zu goldig, zu goldig. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei 35 Mark die Woche. Und Sie glauben, das genügt, um einen eigenen Herd zu gründen, um ein liebend Weib zu ernähren? Ich bekomme später die Fabrik meines Vaters. Ja, bis dahin können Sie aber unmöglich mit Ihrer Ernährung warten. Wann bekommen Sie die Fabrik? Meines Vaters Tod. Wann ist das? Nein, ich meine doch wohl hoffentlich noch recht lange nicht. Ne? Und womit wollen Sie bis dahin die jungen Schnäbelchen füttern? Wir dachten noch nicht gleich sofort, Schnäbelchen zu haben. Warum nicht? Bitte? Ja, ich frage, warum nicht? Ich liebe Kinder, wie Sie wissen. Ich hoffe, eine Menge Enkelkinder zu haben. Ganz wie Sie wünschen, Herr Professor. Und das bald? Ich meine, jawohl, je früher, desto besser. Das liegt absolut auf der Linie meiner Intention, Herr Professor. Und Atlanta liebt Sie? Sind Sie dessen gewiss? Ganz gewiss. Was macht Sie so sicher?
Ich weiß es. Und habt ihr euch beide auf dem Schiff gesehen? Ja, Herr Professor. Hinter meinem Rücken? Nein, nebenan. In Atlantas Kabine, aber nur ganz kurz. Wieso nicht länger? Ich war doch Heizer, ich durfte nicht an Deck. Mhm. Und wo habt ihr euch hier getroffen? In meiner Pension. Das ist ja allerhand. Wie kommt Atlanta in Ihre Pension? Sie haben sie dorthin gebracht. Pension Habanera, Avenida del Mar. Oh, ich selbst. Na, und was geschah da? Nichts, Herr Professor. Gar nichts? Nein. Ja. Scheint also festzustehen, dass ihr beide euch liebt. Ja, Herr Professor. Aber Sie haben kein Geld. Nein, Herr Professor. Wenigstens im Augenblick noch nicht. Die Sache wäre natürlich sofort eine ganz andere, wenn Atlanta eine kleine Klausel Vermögen hätte, wollte ich sagen. Ja, vielleicht, aber... Das würde Sie nicht weiter stören, wie? Stören schon, aber ich würde versuchen, darüber hinwegzukommen. So, Sie würden das. Würden das versuchen. Leider hat sie keins, wenigstens im Augenblick nicht. Sehen Sie keinen Ausweg, Herr Professor? Tja, das scheint mir alles eine Frage der Reihenfolge zu sein. Zigärchen? Oh, danke. Mein junger Freund, nehmen Sie einmal an, Sie gehen mit mir essen. Ich würde jetzt keinen Bissen herunterbringen, Herr Professor. Nein, jetzt ja auch nicht. Sie sollen es nur annehmen. Ich will Ihnen ein Gleichnis geben. Ein Gleichnis, ja, bitte. Also nehmen Sie einmal an, Sie essen jetzt mit mir ein Diner, bestehend aus Suppe, Fleisch und Süßspeise. Wiederholen Sie. Ich esse ein Diner, bestehend aus Suppe, Fleisch und Mehlspeise. Süßspeise. Süßspeise. Und zwar essen Sie das in der üblichen Reihenfolge. Suppe, Fleisch und Süßspeise. Was haben Sie dann im Magen? Suppe, Fleisch und Süßspeise. Sehr richtig. So. Und nun drehen wir das mal um und dann essen wir zuerst die Süßspeise, dann das Fleisch und dann die Suppe. Was haben Sie dann im Magen? Dieselben Dinge, Herr Professor. Dieselben Dinge. Es wäre gar kein Unterschied wie? Gar keiner. Absolut keiner. Und es ginge auch keinen etwas an. Schließlich können Sie mit Ihrem Magen machen, was Sie wollen. Es ist Ihr Magen. Jawohl, meiner, Herr Professor. Ihrer. Wenn nun jemand käme, ein Arzt oder ein Hellseher meinetwegen, der Ihnen raten würde, dass es heilsamer für Sie sei, Ihr Menü andersrum zu essen, was würden Sie tun? Ich würde nicht anstehen, die Süßspeise zuerst zu essen. Sie würden nicht anstehen, natürlich nicht. Es würde ja auch niemandem etwas schaden und es ginge ja auch niemandem etwas an. Niemand. Natürlich wäre es eine Gemeinheit, die Süßspeise zu kosten und nachher die Suppe nicht zu heiraten. Zu essen. Zu essen, meine ich. Haben Sie mich verstanden? Nein, Herr Professor. Ich gebe mir die größte Mühe, Ihnen zu folgen, aber ich verstehe Sie wirklich nicht. Scheint mir heute kein glücklicher Tag für Fabeln zu sein. Mein junger Freund, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Gern, Herr Professor. Geben Sie mir Ihr Ehrenwort, dass Sie das tun werden, was ich von Ihnen verlange? Jawohl, Herr Professor. Stellen Sie sich vor mich hin. Und hauen Sie mir eine runter. Herr Professor. Ich habe Ihr Ehrenwort. Das kann ich nicht. Auch nicht für Atlanta. Herr Professor. Machen Sie die Augen zu und hauen Sie mir eine runter. So. Jetzt werde ich Ihre Bewerbung in wohlwollende Erwägung ziehen. Sehr wohlwollend. Die Büste Ihrer Schwester. Ein Souvenir aus Montevideo. Zu aufmerksam. Noch einmal, Professor. Buenos Dias und gute Reise. Oder darf ich sagen, wie sagt man in Europa, auf Wiedersehen? Es ist schade. Ja, bisschen schade.
willkommen ein. Den großen Sohn der Stadt. Oh, oh, oh. Mein Brauch zu Ende geht, wo's Mühlenrad am Bach sich dreht, da steht im duft'gen Blütenstrauß mein liebes altes Elternhaus, mein liebes altes Elternhaus. Was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin? Gibt Gott mir nur gesundes Blut, so hab ich. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Wie viel ist es denn? Sollen Sie mir einen großen Gefallen tun, liebe Martha? Ach ja, gerne, Herr Professor. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ach, Marianne. Komm, trink erst mal einen Schluck. 3,15 Mark die Flasche. Ich habe 6 Stück gekauft, schimpf nicht. Auf deine Rückkehr, mein Prometheus. Odysseus. Ich kenne mich nicht so aus in deiner Steinzeit. Jedenfalls, du hast ihn verdient. Und du wirst ihn brauchen. Und setz dich endlich hin. Ach, dazu bin ich viel zu aufgeregt. Erzähl mir, wie war's? Was hast du erlebt? Was haben wir geerbt? Ein Haus. Das weiß ich. Über das wir nicht verfügen können. Warum nicht? Weil es eine Stiftung ist. Und sonst? Sonst kriegen wir keinen Heller. Die Feuerwehr wird weiter mit der Handpumpe löschen. Die Traugott-Hermann-Glocke wird nie läuten. Und den Schellenbaum... Gar kein Bargeld, sagst du? Doch, da wäre schon Bargeld. Aber da ist allerdings eine kleine Klausel dabei. Oh, wie reizend. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Was? Eine kleine Klausel. Das sagtest du nicht, es sei eine kleine Klausel dabei? Klausel. Sperr doch die Ohren auf. Eine kleine Klausel. L. Also, Atlanta erbt. Stell dir erst das Glas hin, sonst verschluckst du es noch. Atlanta erbt 225.000 Silberpesos. 225 Silberpesos? 1000! 1000! Gott, oh Gott, hast du mich erschrocken. Erschreckt? Sei doch nicht gleich so eklig. Ob es nun erschreckt oder erschrocken heißt, du siehst doch, dass ich erschreckt bin. Ach, erschrocken. Diesmal ist erschrocken. Also, Atlanta erbt 225.000 Silberpesos. Das sind über 900.000 Mark, wenn sie bis zu ihrem 17. Lebensjahr ein uneheliches Kind kriegt. Ich hab dir gesagt, du sollst das Glas aus der Hand stellen. Das ist eine Menge Geld, ja? Du hast natürlich das Testament dem Anwalt ins Gesicht geschleudert. Nee, das habe ich natürlich nicht getan. Erstens wäre es natürlich nicht besser geworden. Zweitens war es nicht sein Testament. Und drittens war es nicht mein Geld, über das ich zu entscheiden hatte. Und viertens muss ich nicht bei allem, was ich entschied, zuerst an die Kinder denken. Traugott, was hast du getan? Marianne, darf ich dich ersuchen, mit deiner gewöhnlichen, satten Stimme zu sprechen und nicht in diesem gehobenen, hysterischen Diskant? Meine Nerven schleifen am Boden. Traugott, was hast du getan? Was hättest du getan? Ich weiß es nicht. Ja, ich wusste es auch nicht. Hatte ich das Recht, den Kindern das Testament zu verheimlichen? Und wie konnte ich andererseits Atlanta davon erzählen, ohne ihr unschuldiges Denken zu vergiften? Und wenn ich Herbert einweihte... Du konntest auch sein Denken nicht vergiften. Nee, ich konnte es gar nicht finden. Der verstand mich überhaupt nicht. Infolgedessen sagte ich am nächsten Tag dem Anwalt, dass ich die Erbschaft nicht antreten werde. Das war groß von dir. Ja, das meinte er auch. Er nannte mich den größten Esel, der ihm je untergekommen sei. Abgesehen davon, dass ich nicht der Erbe sei, sondern Atlanta. Und abgesehen davon, dass ich kein Recht hätte, das Glück meiner ganzen Familie aufs Spiel zu setzen. Und abgesehen davon wäre es doch im vorliegenden Falle, wo die Kinder sowieso heiraten, schnurzpiep egal. Er nannte es wörtlich so, ob erst das Ei komme und dann die Henne oder umgekehrt. Geh ins Bett. Ach, Traugott, was musst du alles durchgemacht haben? Ich möchte alle Väter der Welt fragen, was sie an meiner Stelle getan hätten. Was hat denn der Anwalt geraten? Zu warten. Auf was? Auf etwas oder nichts, je nachdem.
wenn bis zum 22. Juli nächsten Jahres nichts geschehen sei, dann sei immerhin etwas geschehen. Dann sei es um das Geld geschehen. Ja, allerdings ist es logisch. Logisch, ja, aber Moral hat nichts mit Logik zu tun. Nein. Entweder hat man sie oder man hat sie nicht. Richtig. Entweder hat man 125.000 Silberpesos oder man hat sie nicht. Wir haben sie nicht. Wir haben unsere Ehre. Eben. Unsere Lauterkeit. Haufenweise, dafür haben wir weniger zu essen. Man kann scheinbar nicht beides zugleich haben. Marianne, willst du damit andeuten, dass ich Unrecht hatte, unsere Tochter vor dieser Tortur zu bewahren? Ich weiß nicht, was du unter Tortur verstehst. Ich weiß nur, dass, wenn du deine Schwester damals nicht vor lauter Moral und Ehrbarkeit und Lauterkeit auf die Straße gesetzt hättest, sie sich nicht diese wundervolle Rache hätte auszudenken brauchen. Sagtest du wundervoll? Ich finde sie wundervoll. Sie hat uns gezeigt, dass alles auf dieser Welt seinen Preis hat. Selbst deine Moral. Noch habe ich sie nicht verkauft. Aber du hast damit gespielt. Womit habe ich gespielt? Mit dem Gedanken. Marianne! Wir sind alle nur Menschen. Ja, Torbert. Deine Schwester war damals auch nur ein Mensch. Ein armer, kleiner, hilfloser, 17-jähriger, weiblicher Mensch. Und ihr Vergehen war das Menschlichste. Die Liebe. Gute Nacht. Marianne. Nimm einmal an, meine Eltern wären gegen unsere Heirat gewesen, so wie ihr gegen die von Josephine wart. Glaubst du, ich hätte dich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel? Du willst sagen... Genau das will ich sagen. Du hättest... Ich hätte... Natürlich hätte ich. Ich lieb dich doch, nicht wahr? Ich hätte also genau in die gleiche Lage kommen können wie deine Schwester. Lass uns dankbar sein, Traugott, dass das Schicksal uns gnädiger war. Marianne, ich bin ein Schwein. Nein. Doch, ich bin deiner nicht würdig, deiner nicht und nicht der Kinder. Ach, red doch nicht so geschraubt. Für wen plagst und rackerst du dich ein Leben lang ab? Für wen musst du deinen Buckel so krumm machen? Doch nur für uns. Es gibt keinen besseren Vater und keinen zärtlicheren Gatten. Nun komm. Wir haben uns 18 Jahre zusammen durchgewurstelt. Wir werden uns auch weiter durchwurschteln, bescheiden und nicht weniger glücklich. Ich hätte sie dir gar so gern gebracht. Was? Die 900 Taub. Oh, komm. Immer nur Blumen. Weiß überhaupt nicht mehr, wohin damit. So viele Waschkrüge gibt's ja nicht mal bei uns. Ach, Udi, das war so wundervoll, dass Herbert mit drüben war. Wir sind uns so nahe gekommen. Ach, ich möchte eine Dichterin sein, um ausdrücken zu können, wie lieb ich ihn habe. Es ist ein sonderbares Gefühl für eine Mutter, zu sehen, wie aus ihrem Küken ein junges Weib wird. Wenn ich daran denke, dass ich in 14 Tagen vor Kraft bin, oh, dann könnte ich heulen. Aber Mutti, das ist doch kein Grund zum Weinen. Glaub mir, als ich jetzt so weit weg von dir war, da war ich dir doch näher als je zuvor. Ja, mein Kind. Mutti, wir bleiben immer die Alten, immer. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann frage ich dich. Und wenn du etwas wissen willst, dann fragst du mich. Genau so wollen wir es machen. So machen wir es. Ja. Ist der Tisch schon fertig gedeckt? Oh. Ob der Schirmständer wasserdicht ist? Tun Sie die Klöße ins Wasser, Martha. Mutti, wie ist es denn eigentlich mit den Schiffskarten? Haben wir dieselben Kabinen, die ihr hattet, du und Papi? Warum muss es denn gerade auf der Atlanta sein? Ich denke, du bist doch jetzt genug Schiffchen gefahren. Ist was los mit der Atlanta? Sie ist 27 Zentimeter zu kurz. Wer? Die Atlanta. Das verstehe ich nicht. Kind, ich verstehe das auch nicht. Jedenfalls könnt ihr auf der Atlanta nicht mehr heiraten. Ich will aber. Du musst ja eben auf ein anderes Schiff warten. Ich will aber nicht mehr warten. Aber Kind. Ich kann gar nicht mehr warten. Und dann ist alles aus. Was sagt man so in deinem Alter? Mutti. Mutti, ich kann nicht mehr warten. Wenn wir jetzt nicht heiraten können, dann das überlebe ich nicht. Sie kann nicht warten? Traugott! Traugott! Was ist denn los? Wollt
du das ganze Haus zusammen? Sie hat gesagt, sie kann nicht mehr warten. Wer? Sie. Wer kann nicht mehr warten? Atlanta. Womit kann sie nicht mehr warten? Mit dem Heiraten. Marianne. Oh Gott. Marianne. Wo ist mein Kneifer? In der Milch. Dieser scheinheilige Schwachstromingenieur. Und von dem habe ich mich ohrfeigen lassen. Ach du lieber Gott, schon wieder Blumen. Nee, Herr Kraft, die müssen Sie in der Hand behalten. Herr Kraft? Herr Professor? Kommen Sie her. Traugott. Stellen Sie sich vor mich hin. Nein, Herr Professor, das können Sie nicht nochmal von mir verlangen. Papi! Ich erlaube dir nicht, dass du Herbert so behandelst. Ich werde seine Frau oder ich gehe aus dem Hause wie Tante Josephine. Atlanta! Traugott! Marianne, du hältst den Mund. Und du wirst in Demut erwarten, was dein Vater über dich beschließen wird. Du verlorenes Geschöpf, du! Papi! Sie Schwachstromer, Sie, also so haben Sie das gedacht, was? So wollten Sie sich die Einwilligung zur Heirat erzwingen. Und Sie glauben, ich müsste Ihnen auch noch dankbar sein, dass Sie Ihr unschuldiges Opfer durch eine Heirat wieder ehrlich machen, was? Mitnichten! Sie haben sich verrechnet, Herr Kraft! Auseinander! Und du, räudige Schaf, du hältst dich draus, Marianne. Wenn du gestrauchelt bist, so habe auch den Mut, es zu bekennen. Es hängt ja immerhin einiges davon ab. Warum holt denn keiner ein Scheuertuch? Das sage ich euch, nicht ihr. Nicht eher gebe ich meine Einwilligung zu einer Heirat, bis die Frucht eures heimlich verbotenen Tuns offen vor aller Welt zutage liegt. Dixie! Was denn für eine Frucht? Ja, was denn für eine Frucht, Herr Professor? Euer Kind, ihr Heuchler! Euer uneheliches Kind! Was denn für ein Kind, Herr Professor? Herr Kraft, ich frage Sie, trägt meine Tochter ein Kind unter ihrem Herzen? Ja oder nein? Ich weiß nicht. Von mir nicht! Was denn für ein Kind, Papi? Hast du mir nicht vorhin gesagt, du könntest nicht mehr warten? Ja, Herbert hat mir doch erklärt, er würde mich nur sofort heiraten oder nie. Jawohl, oder nie. Ja. Ich werde sie nur heiraten, bevor die Erbschaft klar ist. Ich bin doch kein Mitgiftjäger. Was? Was? Was denn? Du kriegst kein Kind? Nein, Papi. Du. Oh Gott, das ist Traugott. Hör doch, sie kriegt ja gar kein Kind. Kein Kind. Kein Geld. Angerichtet. Herbert! Setzt euch, Kinder. Wer ist heute dran? Lohengrin. Lohengrin, komm schön beten. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, was du beschert hast. Mahlzeit. Amen. 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 Siehe da, der Herr Pastor. Das klingt nicht sehr erfreut. Ich hatte gehofft, für eine Weile Ihr sympathisches Gesicht nicht mehr zu sehen. Traugott, attention, les enfants. Lieber Herr Pastor, nehmen Sie doch Platz. Nein, ich möchte lieber nicht. Nanu. Ich habe keinen Appetit. Ist es denn die Möglichkeit? Ich warte nebenan. Ich muss Ihnen... Herr Brettschneider vom Reisebüro war eben bei mir. Thank you.
Aber nur wenn das Schiff ein Schiff ist. Was faselt er da? Es muss ein Schiff sein. Auf einer Fähre kann man nicht heiraten. Oder auf einem Äppelkahn. Ja, wer will denn das? Raus. Und um ein Schiff zu sein, muss es eine bestimmte Länge haben. Das ist gesetzt. Und wenn es diese Länge nicht hat, dann ist es kein Schiff. Seid ihr beide gehirnalbern geworden? Feststeht jedenfalls, dass sie zu kurz ist. Ich habe wohl um 27 Zentimeter und seit das feststeht, ist das Heirat nicht mehr erlaubt. Wer sagt das? Herr Brettschneider vom Reisebüro. Mäßige dich. Was er Ihnen aber nicht gesagt hat, was er nur mir anvertraut hat. Er war eben bei mir ein gebrochener Mann. Bitte fassen Sie sich, Frau Marianne. Nun fassen Sie sich. Nun denn, alle jemals auf dem Schiff Atlanta geschlossenen Ehen sind ungültig. Ja, Sie haben sozusagen 18 Jahre lang in wilder Ehe gelebt. Und unsere Kinder? Unehelich. Alle 12 unehelich. Und das muss dir passieren. Sie müssen so schnell wie möglich heiraten. Augenblick mal. Nur nicht drängeln. Edge. Hier, lesen Sie vor, Pastor. Sollte sich jedoch eine Tragödie wie die meinige am häuslichen Herd meines tugendhaften Bruders, Professor Taubert Hermann Nägler, wiederholen, sollte mit anderen Worten... Zuhören, alle zuhören. Ein weibliches Mitglied dieser vorbildlichen Familie, ein unehrliches Kind bekommen, dann fließt oben genannte Summe von 225.000 Silberpesos dem betreffenden Opfer einer solchen Katastrophe zu. Das genügt. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind die Erbin von 900.000 Mark, mein Fräulein. Ich? Es kann kein Zweifel bestehen, dass Sie ein weibliches Mitglied meiner vorbildlichen Familie sind. Nein! Und was die erforderlichen Tragödien anbelangt, so haben wir deren 12. Herbert! Na, nun sag deinen Satz nochmal. Herr Professor, darf ich Sie um die Hand Ihrer Tochter bitten? Na also, jetzt geht's ja. Hier hast du sie. Und wann heiraten wir? Ja, Traugott, wann heiraten wir? Nicht bevor wir in Montevideo kassiert haben, das ist doch klar. Vielleicht auf der Rückfahrt, was? Falls das Schiff die richtige Länge hat. Ach, und so lange bleibt die Ehe wild. Du bist verrückt. Da muss eine Millionenerbe nicht verrückt sein, die einen armen Schlucker mit 12 unehelichen Kindern heiratet. Und der keine Moral kennt. Ne, das 13. kommt auch ein paar Monate zu früh. Schade, dass das Tante Josephine nicht mehr erlebt hat.